wunderschönen guten Morgen. Ich muss nur noch kurz den Tee auf Instagram spillen. Oh, mir geht's halt ganz gut. Ich habe sehr wenig geschlafen. Blue hat ganz, ganz crazy ADHS geschoben heute Morgen. Also wirklich so ganz, ganz crazy ADHS. So um 7 Uhr morgens schon angefangen zu miauen und zu miauen. Und dann habe ich irgendwann meine Tür zugemacht. Und dann wurde es noch schlimmer. Und dann habe ich meine Tür aufgemacht. Und dann ist sie auf mein Gesicht gesprungen. Und es ist laut. Oh, das war so laut. Und dann konnte ich irgendwann nicht mehr schlafen. Und dann bin ich einfach aufgestanden um 8 oder so. Und habe mich vertieft. Und jetzt kommt's. Und ja, dann habe ich mich vertieft in Trash. Und dann ist es passiert, Chat. Dann ist es passiert. Ich habe alles herausgefunden über Bibi und Julian. Es ist wirklich gottlos, was ich da alles herausgefunden habe. So, für die, die es nicht mitbekommen haben, einmal ganz kurz. Bibis Beauty Palace und Julian Julienko haben sich getrennt. Oh mein Gott. Wir können nicht mehr an die wahre Liebe glauben. So, es sind Bilder aufgetaucht, okay? Diese Bilder hier, seht ihr? Das sind die Bilder, die aufgetaucht sind. Und man denkt, oh mein Gott, krass, die hat einfach schon 9. Und sie hat irgendwie vor ein paar Tagen oder so noch darüber geredet, dass sie ein neues Haus baut mit Julian und alles ist so super schön und so. Man denkt sich, hä? Wie kann das sein? Entweder ist sie fremdgegangen, sie hat eine Affäre oder... Weiß ich nicht, oder die zwei wussten das schon länger, aber sie haben so getan, als wäre alles in Ordnung. Julian hat ganz komisch auch weiterhin ihre Bilder kommentiert. Ganz seltsam. Dann folgendes. Der Typ, mit dem sie hier gesehen wurde, ne? Mit dem sie hier gesehen wurde. So, der ist schon öfter aufgetaucht. Man kennt den. Woher kennt man den? Das ist ein Typ, der arbeitet beim Management von Bibis Beauty Palace Baloo. So, der ist aufgetaucht bei Videos, jetzt wird's gottlos, wo die alle zusammen feiern, Julian und Bibi nebeneinander und gegenüber steht er und lacht mit denen und feiert mit denen. Und jetzt b***t er die anscheinend. Dachten wir alle, ne? Ist ja alles hypothetisch. Wir dachten das alle. Das heißt, es sieht gerade sehr schlimm alles auch aus. Ne? Sieht auch für Bibi ein bisschen blöd aus, weil alle haben natürlich Mitleid mit Julian. Er macht eine herzzerreißende Story, für die, die es nicht gesehen haben. Ja, stimmt, wir sind getrennt. Bibi hat sich getrennt. Ich mache eine Social-Media-Pause. Alles ist traurig. Ist auch sehr traurig. Alle denken sich, Bibi, du was hast du da gemacht? Du baust gerade ein Haus. Du hast dies und das. Du hast vor ein paar Tagen noch gesagt, du würdest ihn gerne ein zweites Mal heiraten. Was ist los mit dir? Und jetzt auf einmal einen neuen Kerl. So, das ist der Stand, auf dem wir gerade sind. Dann gibt es so ein bisschen Sass-Tweets, kann ich euch auch zeigen. So ein bisschen Sass-Tweets so von Unge und so. Die finde ich dann wieder so ein bisschen, habe ich gesehen, habe ich für nicht so super gut befunden. Hier sowas. Zumindest sind damit die Spekulationen beendet. Wünsche beiden das Beste. Die beiden haben viel zusammen durchgemacht. Bibi hat sich getrennt. Dass er das auch nochmal so erwähnt, das passt nicht zu Unge. Das würde der nicht machen. Da wird ein bisschen Öl ins Feuer geschüttet. Merkt ihr das? Sass. Sehr sass. So, jetzt ist Folgendes aufgetaucht, okay? Ich habe mir das schon von Anfang an gedacht. Sind wir mal ehrlich, okay? Mein bester Freund ist schwul. Ich habe sehr viele schwule Freunde. Wenn man viele schwule Freunde hat, entwickelt man irgendwann... Man hat so ein Radar, so. Und ich kenne diesen Typen. Ich habe den schon öfter gesehen. Ich folge ihm auch auf Instagram. Ich habe den schon öfter irgendwo gesehen. Let me tell you, Chat. Okay? Let me tell you. Also, wenn ich falsch liege, liege ich falsch. Dann ist es ja auch irgendwie ein Kompliment, so. Der Typ ist absolut gay. Der ist einfach komplett, der ist schwul. Der ist schwul. Der ist schwul. Und ich bin mir sehr sicher. Nicht zu 100%, aber ich bin mir sicher. Zweitens, so, passt auf. Es gab eine Podcast-Folge. Bibi und Julienko haben einen Podcast, falls ihr das nicht wusstet, ne? So. Und die haben vor ein paar Tagen, Wochen, eine Podcast-Folge veröffentlicht, wo sie darüber gesprochen haben, dass sie gerne mal ein Experiment durchführen würden und dass Bibi nach einem Doppelgänger sucht, der so aussieht wie sie. Das hat sie wohl schon öfter und sie findet das super interessant und sie würde das einfach gerne mal aus Interesse jemanden sehen, der aussieht wie sie. Sass. Also brauchen wir nicht drüber reden, das sieht ihr sehr ähnlich. Aber ich sag euch ehrlich, das ist sie nicht. Mark my words, das ist nicht Bibi. Das ist sie nicht. Sie sieht ihr verdammt ähnlich, aber das ist sie nicht. Und der Typ ist motherfucking gay. Er ist schwul und das ist nicht Bibi. So, und ich sag euch ganz ehrlich, das ist ein soziales Experiment. Genau. Oh, guck mal. Und diese Bilder, jetzt passt auf. Okay, wir sind noch nicht zu Ende. Diese Bilder sind auch aufgetaucht. Diese Bilder
sind in London gemacht worden, okay? In London, Anfang Mai. Promiflash hat diese Bilder jetzt veröffentlicht. Nennt mir einen plausiblen Grund, warum Promiflash diese Bilder, die schon seit Anfang Mai existieren, wo Bibi mit ihm angeblich in London gewesen sein sollen, jetzt erst veröffentlicht. Es gibt keinen Grund dafür. Das ist alles abgesprochen. Natürlich werden die jetzt erst veröffentlicht. So. Und jetzt gibt es diese Bilder. Und es macht gar keinen Sinn. Und auch das ist nicht Bibi. Und der Typ ist immer noch gay. Jetzt fragen wir uns alle, warum die ganze Scheiße? Warum? Warum machen die das? Bilou läuft, die haben Cash ohne Ende, die bauen gerade ihr zweites Haus, Digga, die haben ein fucking Ferienhaus irgendwo in Spanien in der Walachei. Niemand interessiert sich eigentlich, also es interessieren sich Leute für die, aber niemand interessiert sich für, ne? So, die haben Cash. Und sag ich euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also, die haben diese Promo eigentlich nicht nötig. Jetzt kann man das so als Social Experiment abtun. Verstehe ich aber nicht ganz so. Ich verstehe es nicht, warum man das Herz tausender Millionen von Menschen brechen muss. Weil das ist die Liebe, an die wir alle glauben. Das ist die Liebe, mit der wir groß geworden sind. Bibi und Julian, das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Das ist so, als ob wir nicht alle damit groß geworden sind. Das war immer das, wo wir hinaufgeschaut haben irgendwie, oder nicht? Also bei mir war es zumindest so. Bibi und Julian, man kann von denen halten, was sie wollen, oder von ihrem Content halten, was man will und so. Aber das waren immer so, weiß nicht, Bibi und Julian war immer so das Dream-Team. So, they started from the bottom, they got rich, they made a family. So, die haben es irgendwie immer geschafft, deren Relevanz. Und jetzt so, weiß ich nicht, ob das sein muss. Also es wird wahrscheinlich so ein soziales Experiment gewesen sein. Es wird auch wahrscheinlich ein YouTube-Video darüber geben und so, wie Leute darauf reagiert haben. Ich glaube, dass so viel darauf abgezielt wurde. Deswegen auch Unges Tweet. Wir erinnern uns, Bibi hat sich getrennt. Auch Julian sagt in seinem Video nochmal ganz klar, Bibi hat sich von mir getrennt. Dann tauchen diese Bilder auf. Ne? Obwohl die Öffentlichkeit eigentlich gar nichts darüber weiß. Die können ja auch schon seit Monaten getrennt sein. Das wissen wir ja nicht. You never know, das wissen wir nicht. Hallo Shino. So, es kann vorher was ganz Schlimmes passiert sein. Julian kann sich so schlecht, super schlecht behandelt haben oder die haben sich einfach entliebt und es ist total menschlich, dass sie einen neuen Partner hat. So, im Endeffekt malen wir immer den Teufel an die Wand, weil wir immer einen Schuldigen suchen für etwas, was irgendwie schief läuft, ne? So, und jetzt wird so darauf gedrängt, dass sie so ins Abseits gerät und man sie dafür verantwortlich macht, dass vielleicht im Rahmen dieses sozialen Experiments darauf aufmerksam gemacht werden soll, wie schnell man urteilt als Öffentlichkeit, könnte ich mir vorstellen. Ist auch scheiße, ich finde es auch total dumm, dass man so auf sie eindricht, obwohl man überhaupt gar keine Ahnung hat, abgesehen davon, dass uns das eigentlich auch gar nichts angeht. Aber gut, es sind nun mal Personen des öffentlichen Lebens. Trotzdem finde ich es irgendwie gottlos, weil mit so einem Thema spielt man irgendwie nicht. Im Moment zerbrechen so viele Beziehungen, Leute gehen Real Rap durch so eine Scheiße durch und dann sowas, mit sowas zu trollen, ohne jetzt einen tiefgründigeren Sinn als ein YouTube-Video draus zu machen und darauf hinzuweisen, ey, ihr seid alle scheiße, weil ihr habt Vorurteile. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Nein! Oh mein Gott, das habe ich nicht gesehen. Was ist das für ein Screenshot und welcher dreckige Hund hat das geleakt? Never Dougie war eh immer schon sympathisch. Ich glaube irgendwie immer noch, dass das alles ein Prank ist. Kann dich beruhigen, ist eine Promophase, aber noch nicht an die Öffentlichkeit damit. Bring eine neue Brand auf den Markt. Also wenn das stimmt, ne? Also nee. Also es gibt bestimmte Grenzen, die überschreitet man nicht. Und das ist schon hart. Aber ich muss an der Stelle sagen, Julian wäre doch niemals so dumm, das einfach so in so eine Chatnachricht zu schreiben. Und dann so, bring eine neue Brand auf den Markt. Sieht irgendwie fake aus. Sus. Aber vielleicht ist auch das inszeniert und soll an die Öffentlichkeit geraten, damit Leute anfangen zu diskutieren und so. Wir wissen nicht, was stimmt, Chat, ne? Aber das ist auf jeden Fall das, was ich davon halte. Ich, wie gesagt, glaube, dass es alles fake ist. Auf diesen Bildern, das ist nicht Dagi. Der Typ ist absolut schwul. Ich glaube, dass es eine Promophase ist. Promo weiß ich nicht. Vielleicht ein Social Experiment. Das soll auf irgendwas hinweisen. Viele Leute sind eingeweiht, unter anderem auch Unge. Bin ich mir sehr sicher. Und wir werden sehen. Bin gespannt. Was haltet ihr davon?